Putins Wette ist ja, dass auch unsere demokratischen Gesellschaften auf Dauer nicht aushalten können, den Wohlstandsverlust, der mit verteuerten Energieimporten zusammenhängt. Das ist ja seine Wette. Der sagt, der Westen ist schwach. Die demokratischen Gesellschaften brauchen auch eine finanzielle Umverteilungsmasse. Die brauchen wirtschaftlichen Fortschritt, sonst bestehen die langfristig im Wettbewerb nicht. Das ist ja seine Wette. Ich glaube, wir haben jetzt rausgearbeitet, eine Gefahr kann bestehen, was die Entwicklung von Populisten angeht. Also ist der Auftrag, wir müssen unsere Werte zugleich auch untermauern durch wirtschaftlichen Erfolg, dass wir genau das erreichen können, Gesellschaften zusammenzuhalten, Chancen zu bieten, Sicherheit zu bieten und so weiter. Das kombiniert mit Debattenkultur. Das ist eine Höchstschwierigkeit. Das mit Debattenkultur. Nur als Liberaler sage ich, und das ist deine Bemerkung von den Freiheitsräumen, wie toll, um die Freiheit als demokratischen Wert zu sichern, braucht man eine wirtschaftliche Grundlage, durchaus auch, im Sinne von Brecht, so habe ich das jetzt von dir aufgenommen. Und gleichzeitig ist das Mittel dafür, wirtschaftliche Dynamik zu erzeugen, nach deiner Analyse zugleich auch wiederum Freiheitsraum. Und Bildung, damit denn ich muss passiert. Menschen befähigen, das Angebot aufzugreifen. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage der formalen Bildung, sondern auch der informalen Bildung. Wir müssen eine Gesellschaft sein, wo du mit deiner Befähigung auch einen Raum findest, aber wir wissen, dass ohne Befähigung wird der Raum immer enger in dieser Welt. Mhm. Und trotzdem schauen wir zu, dass erstens nicht alle befähigt werden, die es können und brauchen, und zweitens schauen wir zu, dass ein Teil nur oberflächlich befähigt wird. Also ob wir tatsächlich dort, wo das Wort Leistung eine ganz andere Rolle spielen muss, nämlich bei der Elitenleistung derjenigen, die aufgrund ihrer Begabung, Fähigkeiten auch die besten Leistungen umsetzen müssen und dafür wiederum die besten Bedingungen haben müssen. Ob wir da führend genug sind, wage ich zu bezweifeln. Und mir geht es darum, dass eigentlich die Förderung von Begabung bedeutet, jede Begabung muss, wie sie gerade ist, maximal gefördert werden und nicht alle werden maximal gefördert. Aber auch das ist erst möglich, wenn wir uns einig sind, dass wir das überhaupt wollen. Die Bequemlichkeitszeit, um nochmal auf Schlaraffenland zurückzukommen, der Wellness-Spa-Besuch und das ein ganzes Leben lang, war auch immer nur naiv. Aus welchen Gründen auch immer ist es uns geschenkt worden. Oder wir haben es uns geschenkt. Aber das ist endgültig vorbei. Noch einmal, das 20. Jahrhundert ist Vergangenheit. Und im 21. hinken wir in vielen Bereichen äußerst hinterher. Bald sind wir im Rollstuhl. Zeit zu handeln, würde ich da sagen. In der Tat, darauf wollte ich gerade ja noch mal hinaus bei meinem ersten Versuch des Schlussworts. Das Freiheit als demokratischer Wert, die liberale Demokratie eben im Alltag auch einen Leistungsunterschied gegenüber ihren autoritären Rivalen machen muss. Und dafür brauchen wir mehr Bildung, Individualität, Entfaltung, Freiheit. Also man kann sagen, Freiheit ist das Alpha und Omega zugleich. Und das ist ein großer Auftrag, vor dem wir stehen. CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.